Monika, komm, lass mich rein. Ich will nur mit dir reden. Ich hab kein Geld. Geh weg. Du kriegst deine Kohle nächste Woche. 100 pro. Hey, ich versprech's dir. Ja, das sagst du jedes Mal. Aber diesmal werde ich nicht weich. Diesmal stimmt's. Komm, gib mir eine Chance. Claudia! Mensch, Chris, hau ab! Verpiss dich! Claudia, jetzt mach die Tür auf! Claudia! Hau ab! Ich hab dir gesagt, ich fall diesmal nicht drauf rein! Meine Güte, Gerner. Tagt bei uns heute die Polizeigewerkschaft. Nee, wieso? Das sieht ja lecker aus. Darf ich? Ich wollte eigentlich gleich noch Kaffee. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Gerner. Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke schön. Komm her. Oh, das ist ja toll. Und ich, ja, pack mal auf. Ja, ich habe schon gedacht, ach, so. Das ist ja toll. Krüger? Ja, warte mal ab, mein Schatz. Wie bitte? Ja, verstehe. Wie heißt der Ort? Sandes Neben? Und wo da genau? Oh, das ist ja toll. Das ist eine grandiose Idee. Hab ich gepasst. Lassen Sie bitte alles so, wie es ist. Mein Name ist Bond. Gernot Bond. Was gibt's denn? Die Leiche eines 7-jährigen Mädchens. Das ist von der Spurensicherung. Geschüttelt, nicht gerührt. Oh, danke schön. Viel Glück, Alter. Stimmt was nicht? Nein, ganz und gar nicht. Sie heißt Caroline Götz und stammt aus Sandesneben. Gestern Abend kam ihre Mutter zu uns aufs Revier und hat die Kleine als vermisst gemeldet. Vor circa 2 Stunden haben die beiden Arbeiter sie gefunden. Und sie hat ja diese Wunde am Kopf. Und da, wo sie liegt, ist kein Blut. Deshalb habe ich gedacht, das kann unmöglich ein Unfall sein. Ich fürchte, da haben Sie recht. Ist die Mutter schon informiert? Ich dachte, dass Sie... Marion? Wir lassen die Frau gerade holen. Das haben wir in der Jackentasche gefunden. Eine Schneekugel.
Ja und? Ist das alles? Bis jetzt ja. Dann leg gefälligst noch einen Zahn zu. Also, wie ist das jetzt mit der Mutter? Da kommt sie. Tja, wollen wir mal. Ich kann auch allein mit ihr sprechen. Ja, machen Sie das. Ist die immer so drauf? Was geht denn Sie das an? Wo ist Caro? Wo ist sie? Frau Götz, es tut mir leid. Ich... Sie ist tot, oder? Ich habe ihr gesagt, sie soll in der Wohnung bleiben. Ich habe ihr gesagt, Caro bleibt in der Wohnung. Ich habe es ihr verboten. Warum hat sie denn nicht auf mich gehört? Niemand macht Ihnen Vorwürfe, Frau Götz. Ich will zu ihr. Ein paar Jugendliche haben Caroline zwar gesehen, aber nicht weiter auf sie geachtet, wie das halt so ist. Ja. Und sonst? Ja. Dann habe ich noch mit Herrn Seifert gesprochen, einem Rentner. Der war mit Kaspar unterwegs. Kaspar? Das ist sein Hund, der heißt Kaspar. Und Caroline ist zu ihm hin und hat Kaspar gestreichelt. Und dann passierte der Unfall. Und was alle ist denn für ein Unfall? Ach so, Entschuldigung, ich dachte, Sie wüssten, ein LKW hat da seine Ladung verloren. Und alle sind sie neugierig hingelaufen. Caroline Götz auch? Ja. Ja, und Herr Seifert mit Kaspar hinterher. Ja, und dann erzählte Herr Seifert, hätte Caroline irgendjemandem zugewunken. Irgendjemandem? Ja. Ja, irgendeinem Mann. Und? Geht's wieder? Muss ja. Nun, an der Kopfwunde ist sie nicht gestorben. Die könnte zum Beispiel durch einen Sturz verursacht worden sein. Ich habe im Rachenraum und in der Nase Fasern gefunden. Wahrscheinlich Baumwolle von einem weichen Tuch, das die Atemwege verstopft hat. Also erstickt. Eindeutiges Fremdverschulden. Eindeutig haben Sie gesagt, Frau Ahrens. Ist sie denn misshandelt oder vergewaltigt worden? Nein, dafür gibt es keine Anhaltspunkte. Wenigstens etwas. Aber das heißt selbstverständlich nicht, dass die Tat nicht doch einen sexuellen Hintergrund gehabt hat. Nein, selbstverständlich nicht. Okay, danke schön. Ja, ich bin's, Gernot. Ich wollte nur wissen, wann Sie wiederkommen, wegen Kuchen und Geburtstagsfeier und so. Daraus wird nichts. Ich fahre noch mal nach Sandesneben raus. Oh, schade. Aber ich will spätestens bis morgen die Informationen über sämtliche Typen, die sich in den letzten Jahren an Kindern vergriffen haben und zurzeit frei rumlaufen. Nicht so ein Spaß alleine, ne? Sind deine Freunde in die Ferien gefahren? Ich würde dich gerne mal was fragen. Du hast gehört, was passiert ist, ne? Ich bin Polizistin, ich komme aus Lübeck und ich untersuche den Fall. Kanntest du das tote Mädchen?
Hallo. Gute Frage. Kanntest du Caroline Götz? Deswegen musst du doch nicht gleich weglaufen. Lass einfach nicht in die Kamera gucken. Ein Stück nach links, bitte. Kamera links, das ist ihr rechts. Nun, Herr Seifert, erzählen Sie unseren Zuschauern bitte einmal von der Liste. Ja, klar, hier kriegst du einen Bericht. Ja, Moment. Tag, Frau Kommissarin. Sie haben doch ganz bestimmt einen exklusiven Tipp für einen alten Freund. Welchen Freund? Ich sage Ihnen Bescheid, wenn es soweit ist. Okay, dann gehe ich in die Vorlage. Der Onkel von der Kleinen, ja? Den würde ich mir mal so unter die Lupe nehmen. Kleiner Tipp von mir. Nickel, wenn Sie sich in meine Ermittlungen einmischen, spielen Sie mit Ihrem Leben. Wissen Sie, was dieser Schreiberling mit dem Onkel der Toten meinte? Wahrscheinlich hat er inzwischen seine eigene Haus-zu-Haus-Befragung gemacht. Der Onkel heißt Chris Götz, ist 24 Jahre alt, vorbestraft und arbeitslos. Er wohnt in Lübeck und ist gestern hier gesehen worden. Wo ist sie? Im Wohnzimmer. Ich arbeite in der Bäckerei, ganz in der Nähe. In der Mittagspause gehe ich nach Hause und dann mache ich Caroline, dann mache ich ihr was zu essen und dann muss ich wieder zurück. War Ihre Tochter nachmittags immer allein? Was soll ich denn machen? Ich muss doch Geld verdienen. Ihr Erzeuger hat mich sitzen lassen, schon vor Karos Geburt. Ich meine, ob allgemein bekannt ist, dass Ihre Tochter nachmittags alleine war. Ja. Manchmal ist ja Caro auch zu einer Schulfreundin gegangen oder zu Melanie. Die kann nicht hören, aber Caro ist ganz gut mit ihr klargekommen. Ungefähr so groß, lange dunkle Haare, 13 bis 14 Jahre alt? Ja, das ist Melanie. Sie haben heute Morgen gesagt, Sie hätten Ihrer Tochter verboten, das Haus zu verlassen. Warum? Ach, das ist wegen Chris. Das ist mein Bruder. Ich musste weg und er wollte rein und ich wollte nicht, dass er reinkommt. Und dann habe ich zu Caro gesagt, sie soll drin bleiben, wenn ich weg bin. Hatte sie Angst vor ihrem Onkel? Nein. Wie kommen Sie denn auf sowas? Der macht manchmal Stress, der nervt, das ist alles. Hatte Ihre Tochter einen eigenen Schlüssel? Ich bin Beruhigungsmittel nicht gewöhnt. Frau Götz, hatte Ihre Tochter einen eigenen Schlüssel? Ja, sicher. Naja, wir haben bei Caroline keinen Schlüssel gefunden. Das verstehe ich nicht. Am Schlüsselbrett hängt er nicht mehr. Der wird sich finden. Frau Götz, besaß Ihre Tochter eine Schneekugel? Sie wissen, was das ist. Ja, schon. Aber ich kann mich nicht erinnern, ob ich sowas bei ihr mal gesehen habe. Wie kann denn ein Kind am helllichten Tag verschwinden, ohne dass irgendjemand was merkt? Hey, Finger weg! Hi! Was bist du denn hier? Gin Tonic? Aber nur gegen Bares, mein Freund. Und Schuldenabgleich. Ja. Das reicht aber nicht. Nimm's als Anzahlung oder für den Gin Tonic.
Warum bin ich nur so ein Menschenfreund? 19 Uhr. Guten Abend, TV begrüßt Sie zu den Regionalnachrichten. Die Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen im Fall der ermordeten Caroline Götz aufgenommen. Die 7-Jährige verschwand am gestrigen Nachmittag und wurde heute Morgen außerhalb ihres Wohnortes Sandesleben tot aufgefunden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an. Soll ich den jetzt selber trinken oder was? Oder an jede andere Beschreibungsstelle zu werden. Frau Marx, wir haben erfahren, dass Ihre Tochter mit Caroline Götz befreundet war. Melanie ist meine Enkelin und befreundet ist übertrieben. Sie hat manchmal auf die Kleine aufgepasst, wenn Not am Mann war. Aber mit dem Mord hat Melanie nichts zu tun. Hallo. Das sagt ja auch niemand, aber ich würde ihr trotzdem gerne ein paar Fragen stellen. Vielleicht ist ihr ja irgendwas aufgefallen, was mir weiterhelfen kann. Den können Sie stecken lassen. Was wollen Sie denn wissen? Wo sie gestern Nachmittag gegen 2:30 gewesen ist zum Beispiel. Das kann ich Ihnen auch sagen. Sie hat an der Bushaltestelle auf ihre Mutter gewartet. Melanie ist nämlich gestern 13 geworden und hat gedacht, ihre Mutter kommt zum Kaffee trinken. Hab ihr gleich gesagt, dass daraus nichts wird. Dann müsste sie Caroline gesehen haben. Gestern Caroline gesehen. Hast du die ganze Zeit an der Bushaltestelle gewartet? Sie ist hin und her gelaufen, weil sie nicht wusste, ob ihre Mutter mit dem Bus oder mit dem Auto kommt. Aber dann müsste ihr Caroline begegnet sein. Die ist dahin gelaufen, wo der LKW verunglückt ist. Und das ist in Sichtweite der Bushaltestelle. Dann müsstest du Caroline getroffen haben. Sie ist dahin gegangen, wo der LKW den Unfall hatte. Sie hat nur Carolines Onkel gesehen, der wütend weggelaufen ist. Und wo ist der Onkel hingelaufen? Hab ja gleich gesagt, sie weiß von nichts. Mensch, Melanie, kannst du nicht aufpassen? Wisch das auf, Trampe. Ich hatte einen langen, harten Tag an der Supermarktkasse und würde gern was essen. War das alles, was Sie wissen wollten? Tut mir leid, ja. Das war's. Sagen Sie, kann Melanie eigentlich von den Lippen ablesen? Worauf Sie sich verlassen können. Danke, Rosa, am Abend noch. Tschüss, Melanie. Sind Sie Herr Götz? Ja. Wer sind Sie? Ahrens, Kripo Lübeck. Um was geht's denn? Es geht darum, dass Ihre Nichte, Caroline, tot ist. Habe ich gehört. Scheint Ihnen ja nicht besonders nahe zu gehen. Woher wollen Sie denn das wissen? Können Sie in mein Herz gucken? Caro war ein süßer Fratz, hab sie verdammt gern gehabt. Und wenn ich den Typen finde, der das getan hat, dann nehme ich ihn gern die Arbeit ab. Herr Götz. Was wollten Sie gestern von Ihrer Schwester? Nichts Besonderes. Ich schaue öfter mal vorbei. Kommt es auch öfter vor, dass man sie nicht reinlässt? Große Schwestern sind manchmal ein bisschen schwierig, verstehen Sie? Was haben Sie anschließend gemacht, so gegen 2:30? Ich bin zurück nach Lübeck. Was soll ich auch länger in dem Kaff? Sie haben nicht auf Caroline gewartet? Nee. Hätte ich aber besser mal getan, dann wäre sie jetzt wahrscheinlich noch am Leben. Herr Götz. Auf Wiedersehen. Die Protokolle der Haus-zu-Haus-Befragung. Ich habe mir mal einen Überblick verschafft. Ich lese das Zeug zu Hause. Wir reden morgen drüber. Okay. Was war denn mit dem gehörlosen Nachbarsmädchen? Wie heißt sie nochmal? Melanie? Melanie? Melanie Marx. Sie hat Caroline am Tag ihres Verschwindens nicht gesehen. Behauptet sie jedenfalls. Wie hat sie Ihnen das denn mitgeteilt? Sie lebt bei ihrer Großmutter, die hat übersetzt. Klar. Das kann lange dauern. Fälle wie diese klären sich meistens nicht so leicht.
manchmal auch gar nicht. Ist alles in Ordnung? Ja, natürlich. Milch ist alle. Kannst nicht schlafen. Ein hübsches Mädchen. Was wohl aus ihr geworden wäre? Gib den Fall ab. Victor, das kann ich nicht. Das macht mich krank. Du bist nicht unersetzlich. Niemand ist das. Trotzdem, Victor, ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Ich muss wissen, wer das getan hat. Gut. Dann mach deine Arbeit. Und mach sie richtig. Wo ist das Geld? Claudia, was für ein Geld? Hier waren 700 Euro drin. Ja, und? Als ich vorgestern Abend nachgeguckt habe. Was hab ich damit zu tun? Da war das Geld weg und Caro auch. Hey, warte mal. Du, weißt du, du für ein Dieb, du... Du denkst, ich hätte Caro umgebracht. Claudia, ich bin's. Chris. Ich bin dein kleiner Bruder. Ja, okay. Okay, ich geb's zu. Ich hab das Geld genommen. Leihweise. Leihweise. Aber der Kleinen, hörst du, hab ich kein Haar gekrümmt. Claudia, ich hab sie nicht mal gesehen. Claudia, hör mal, was die Kohle angeht. Bitte sag kein Wort zu den Bullen. Die denken gleich sonst was. Claudia, wir werden jetzt zusammenhalten, okay? Du hast jetzt nur noch mich. Guten Morgen. Weiß nicht, was an diesem Morgen gut sein soll. Uschi war schon fleißig. Ich habe die Daten der einschlägigen Straftäter der letzten 5 Jahre überprüft. Und ist einer dabei, der uns interessieren könnte? Unterm Strich bleiben 2 übrig, die nicht gestorben sind oder im Knast sitzen. Beide sind wegen Sexualdelikten an Kindern mehrfach vorbestraft. Überprüfen Sie bitte die Alibis. Hab ich schon. Der eine saß auf dem Sozialamt in Kiel und der andere hat seinen Vater im Krankenhaus besucht. Dann können wir das ja abhaken. Wir müssen mehr über die Familie Götz rausfinden. Wie war das Tochter-Mutter-Verhältnis? Ach, übrigens, was ist denn mit dem Alibi von Frau Götz? Sie ist pünktlich nach der Mittagspause wieder in der Bäckerei erschienen und hat bis zum Ladenschluss hinter der Theke gestanden. Und dieser Onkel, ich meine, der Bruder, in 2 Berichten der Haus-zu-Haus-Befragung stand, dass er mit Frau Götz Streit hatte oder so. Das kam offenbar häufiger vor. Spannender ist aber die Aussage von 2 Frauen, die gesehen haben, dass Caroline zu einem gewissen Peter Steffens gelaufen ist, der mit seinem Wagen an der Unfallstelle stand. Okay, fahr mal aufs Land. Nochmal. Herr Steffens? Ja?
Hauptkommissarin Ahrens, meine Kollegin Krüger. Wir würden uns gerne ungestört mit Ihnen unterhalten. Bitte? Kennen Sie sie? Melanie Marx. Ahrens? Sie glauben gar nicht, was ich über diesen Stephans herausgefunden habe. Also er heißt nicht wirklich Peter Stephans, sondern Stefan Hartmann. Und hat im Alter von 12 Jahren ein kleines Mädchen getötet. Danach das Übliche. Therapien, Heim, Pflegestellen und so weiter. Später hat er sich dann mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft eine neue Identität aufgebaut. Lebt seitdem unauffällig. Das heißt ja nicht viel. Danke, Uschi, ich melde mich wieder. Tja, Herr Steffens, wie gesagt, wir würden uns gerne ungestört mit Ihnen unterhalten. Wenn es sein muss. Nichts. Alles okay. Na, geh. Tja, vielleicht im Haus? Schöner Blick. Sehen Sie gern Kinder beim Spielen zu? Nee, aber ich habe gern einen kurzen Weg zur Arbeit. Ich bin Hausmeister in der Schule. Machen Sie das immer so in fremden Wohnungen? Sie wissen, warum wir hier sind. Kurz nach dem LKW-Unfall vorgestern Mittag wurde Caroline Götz zum letzten Mal lebend gesehen. Wir haben eine Zeugenaussage, nach der das Mädchen auf Sie und Ihr Auto zugegangen ist. Ist das richtig? Nee. Das ist falsch. Sie haben nicht mit ihr gesprochen? Nein. Was das? Die Fragen stellen wir, Herr Steffens. Sie haben Caroline Götz gesehen und mit ihr gesprochen. Was haben Sie dann mit ihr gemacht? Sie in Ihrem Wagen mitgenommen? Hören Sie, ich würde Ihnen ja wirklich gerne helfen, aber ich habe die Kleine nicht bemerkt. Da waren viele Leute, auch Kinder. Ich habe nicht drauf geachtet, wer da alles rumlief. Ihr Zeuge muss sich irren, wirklich. Ich habe schon bessere Ausreden gehört. Das ist die Wahrheit. Ich bin zu Frau Johansen ins Nachbardorf gefahren und habe die Hecken geschnitten. Den ganzen Nachmittag lang. Komisch, dass Sie ausgerechnet heute Ihren Wagen waschen. Gibt's dafür einen speziellen Grund? Hätte ich mir denken können, dass Sie mir auch noch damit kommen. Aber sagen Sie mal, was machten die da? Wenn Sie so weitermachen, falte ich Sie zusammen und nehme Sie mit. Nicht anfassen. Sagen Sie, Sie scheinen Melanie Marx gut zu kennen. Na, immerhin gut genug, um mit ihr in Gebärdensprache zu reden. Ich habe mir das eine oder andere bei ihr abgeguckt. Manchmal hilft sie mir ein bisschen bei der Arbeit. Melanie hat nicht viele Freunde, Maud. Ein erwachsener Mann und ein 13-jähriges Mädchen. Das könnte man für eine unpassende Beziehung halten. Okay. Hören wir auf, um den heißen Brei herumzureden. Sie sind offenbar über meine Vergangenheit im Bilde. Und jetzt versuchen Sie, mir den Tod von Caroline anzuhängen. Wenn Sie es getan haben, bringe ich Sie in den Knast. Für immer. Und wenn nicht, auch. Für Sie steht hier oben dick und fett Mörder drauf. Was war denn das gerade für eine Verhörtaktik? Hört die Harry mit anfassen, oder was? Ist eben heute nicht mein Tag. Heute? Sie haben doch immer Ihre Tage. Warum sagen Sie mir nicht vorher, wen wir da befragen? Gehört das auch zu Ihrem Herrschaftswissen? Ja, aber wann hätte ich es Ihnen denn sagen sollen? Um Ausreden sind Sie genauso wenig verlegen wie unser Freund hier. Das machen Sie nicht so im Theater, das ist ja albern. Was ist eigentlich mit Ihnen los? Mit mir ist alles in Ordnung, also spielen Sie nicht die Psychologin. Um zu sehen, dass Sie ein Problem haben, brauche ich wirklich kein Psychologiestudium. Und wenn schon, es geht Sie nichts an. Solange Sie hier weiter so herumtrampeln, geht es mich sehr wohl etwas an. Wir hatten eine Tochter. Rike. Sie wurde 2 Jahre nach Martin geboren. Als sie 8 Jahre alt war, kam sie vom Klavierunterricht nicht nach Hause. Sie war schon tot, als wir im Krankenhaus ankamen. Ein Betrunkener hatte sie angefahren, beging Unfallflucht. Da war Wiederholungstäter.
wie dieser Steffens. Wissen das die Kollegen? Wozu? Damit man sie versteht. Krüger? Ja, danke. Wer auch immer die Schneekugel zur Leiche gelegt hat, er hat sie nicht sorgfältig genug abgewischt. Das Labor hat an der Unterseite einen halben Fingerabdruck gefunden. Und der ist gespeichert. Natürlich habe ich die Schneekugel für Caro gekauft. Ich dachte, sie hätte Spaß dran. Aber ich habe das Ding weggeworfen. Sie kaufen ein Geschenk für Ihre Nichte und werfen es dann weg? Ja, klingt logisch. Ich war sauer auf Claudia, die hat mich nicht reingelassen. Um was ging es denn bei der Auseinandersetzung mit Ihrer Schwester? Um nichts Wichtiges. Sagen Sie, was hat das eigentlich alles mit dem Tod von Caro zu tun? Vielleicht eine ganze Menge, Herr Götz. Sie haben sich schon oft mit Ihrer Schwester gestritten. Meistens ging es dabei um Geld. Ich bin halt manchmal ein bisschen klamm. Es geht vielen Leuten so. Aber nicht viele Leute hinterlassen ihre Fingerabdrücke auf einem Spielzeug, das bei einem toten Kind gefunden wird. Das ist doch lächerlich, ich bitte Sie. Ich habe der Kleinen nichts getan, sowas könnte ich überhaupt nicht. Doch, doch, sowas können Sie. Zwei Jugendstrafen wegen schwerer Körperverletzung. Und im letzten Jahr haben Sie eine 17-jährige Prostituierte krankenhausreif geprügelt, weil sie nicht für Sie arbeiten wollte. Nicht gerade das, was ich unter friedfertig verstehe? Ja gut, da ist mir halt einfach die Hand ausgerutscht. Nicht einfach, mehrfach. Ich habe immerhin noch nie jemanden umgebracht. Immerhin? Nach dem Streik mit Ihrer Schwester sind Sie direkt nach Lübeck gefahren. Kann das jemand bezeugen? Ja. Ich bin direkt zu einer Freundin. Geldlein. Dann hätten wir jetzt gerne Name und Adresse dieser Freundin. Tut mir leid. Was machen wir jetzt? Ganz schön ehrgeizig. Ja, geht nicht, wenn man nichts hört, hast du recht. Krüger? Was ist mit Steffens?
Ja, ich komme. Herr Steffens? Was weißt du von Steffens? Er ist nett, naja. Fand Caro ihn auch nett? Das war jetzt zu viel für mich. Verteidigst du ihn? Warum? Freund? Er ist dein Freund? Du meinst, ihr seid beide anders als die anderen? Du täuschst dich. Er ist nicht nett. Tja, Frau Johansson sagt, Sie haben Ihre Hecken schon am Tag vor Carolines Verschwinden geschnitten. Die Frau ist über 90. Die weiß nicht mal mehr, welches Jahr wir haben. Geschweige denn, welchen Wochentag. Verstehe. Schon wieder eine Zeugin, die sich irrt. Aber ihr ohnehin dünnes Alibi ist damit geplatzt. Oder sehen Sie das anders? Was fragen Sie mich? Sie glauben doch eh nur, was Sie glauben wollen. Erzählt, dass sie mit Peter Steffens befreundet ist? So ein Quatsch. Er ist mit niemandem befreundet. Hält sich ganz für sich. Einzelgänger. Wer ist das? Ihre Mutter. Meine Frau Tochter. Sie ist sehr hübsch. Das Geburtstagsgeschenk ihrer Mutter. Sie hat es per Post geschickt. Ich soll nicht schlecht über ihre Mutter sprechen. Meine Tochter war noch sehr jung, als Melanie geboren wurde. Sie wollte sich amüsieren, hat ein Kind nur gestört. Vor allem ein behindertes. Von Anfang an hatte ich Melanie allein am Hals. Ich bin gemein und sie hasst mich. Ich bin sicher, Sie würden Melanie sehr vermissen, wenn Sie sie hergeben müssten. Ach, Blödsinn. Falls du mich mal brauchst. Wiedersehen. Wiedersehen. Ist es eigentlich schwer, Gebärdensprache zu lernen? Ziemlich, wie eine Fremdsprache. Aber was blieb mir übrig? Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben,
möchte essen. Mit Stäbchen essen. Arbeiten. Trainieren. Morgen allerseits. Morgen. Morgen. Ach, Sie sehen aus, als hätten Sie hier übernachtet. Echt? Hat Ihre Wohnung feuchte Wände? Ich wollte Kilometergeld sparen. Wie bitte? Nein, ich habe mich noch mal mit Melanie Marx beschäftigt. Oh, darf ich? Klar, natürlich. Als ich Sie gestern auf Steffens ansprach, da ist mir beinahe ins Gesicht gesprungen. Ach, weiß sie etwas, was wir wissen sollten? Schwer zu sagen. Ich glaube, sie hängt einfach an ihm. Wenn Sie mich fragen, ist Steffens der Täter. Ich habe mal seine Prozessakte durchgeblättert. Wie bitte? Sie haben die Akte und halten das geheim? Sie ist eben erst reingekommen. Jedenfalls Steffens Opfer damals war genauso alt wie Caroline Götz und starb auf ganz ähnliche Weise. Das ist über 20 Jahre her. Und seitdem hat er sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Na, jedenfalls nichts, wovon die Polizei Kenntnis erhalten hätte. Ja, neues was anderes nehmen. Uff, das sieht ja nicht gut aus für den Onkel. Also dieser Rentner mit dem Hund hat ihn auf Fotos als den Mann identifiziert, dem Caroline zugewunken hat. Und hier auch ein Nachbar sagt, er hat gehört, dass jemand die Wohnung von Frau Götz betreten hat. Gegen 15.30 Uhr. Da war Chris Götz angeblich bei seiner Freundin. Ich fahr mal hin. Er soll seine eigene Nichte umgebracht haben? Die Familie ist der gefährlichste Ort für Kinder. Stimmt leider. Also chronologisch. Er lockt Caroline irgendwo hin, er tötet sie und schafft die Leiche zur Kiesgrube. Er nimmt ihr den Schlüssel ab und dringt in die Wohnung ein. Also rein zeitlich funktioniert das. Aber wozu? Ich denke, er hat dringend Geld gebraucht. Vielleicht hat er die Kleine auch belästigt. Und sie hat gedroht, sie sagt es ihrer Mutter. Die Untersuchung an Steffens Wagen ist abgeschlossen. Wir haben was Hübsches gefunden. Ja, du machst nicht so spannend. Eine Haarspange. Also doch, Steffens. Guten Tag, Frau Oppermann, Ines Oppermann. Ja, wieso? Krüger, Kripo Lübeck. Sie sind befreundet mit Chris Götz? Hat er was ausgefressen? Geht es um seine tote Nichte? Er sagt, er wäre Montagnachmittag bei Ihnen gewesen, weil er sich Geld von Ihnen leihen wollte. Können Sie das bestätigen? Glauben Sie etwa, Chris hat was mit dem Mord zu tun? Frau Offermann, würden Sie einfach meine Fragen beantworten? Ich habe Chris schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Es tut mir leid. Aha. Gehört diese Haarspange Ihrer Tochter? Ja. Nein, ich bin mir nicht ganz sicher. Woher haben Sie die? Sie wurde im Auto von Peter Steffens entdeckt. Erkennen Sie sie nun oder nicht? Ja doch, die hat Caro gehört. Hat Ihre Tochter diese Spange am Tag ihres Verschwindens getragen? Tja, Herr Steffens, Sie waren nicht gründlich genug bei der Wagenwäsche. Die Haarspange lag unter dem Beifahrersitz. Vielleicht lag da ja auch noch gar nichts, bevor Sie den Wagen beschlagnahmt haben. Soll das heißen, dass wir Ihnen Beweismaterial unterschieben, oder was? So wird das nichts, Frau Hauptkommissarin. Sie müssen lernen, Ihre Gefühle zu kontrollieren. Die Spange gehört Caroline Götz. Haben Sie dafür eine Erklärung? Nein. Ich muss hier nichts erklären. Ich muss auch nichts beweisen. Das müssen Sie tun. Und da sieht's bis jetzt ziemlich mager aus, oder? Wir haben eine Zeugenaussage, die Sie mit Caroline Götz in Verbindung bringt.
Wir haben die Spange des Mädchens in ihrem Wagen gefunden. Sie haben versucht, uns ein falsches Alibi anzudrehen. Und Sie haben schon mal ein kleines Mädchen getötet. Was meinen Sie? Überzeugt das ein Gericht? Die kleine Schlampe lügt doch, wenn sie den Mund aufmacht. Wenn das so ist, hätten Sie Frau Offermann nicht als Ihr Alibi angeben dürfen. Die will mir eins reinwürgen, weil ich mit dir Schluss gemacht habe. Ich schwör's Ihnen, ich war an dem Tag bei ihr. Ist doch komisch irgendwie. Also, wenn ich gerade mit jemandem Schluss gemacht habe, dann pumpe ich ihn doch nicht an. Hat ja auch nicht geklappt. Aber ein Versuch war es wert. Ich habe schon alle gefragt, die ich kenne. Das ist dünn, Herr Götz. Das ist unheimlich dünn. Wir können beweisen, dass Sie nach dem Streit nicht sofort aus Sandesneben verschwunden sind, sondern dass Sie Caroline getroffen haben. Ungefähr eine Stunde später haben Sie die Wohnung Ihrer Schwester betreten. Ich schätze, Sie hatten den Schlüssel Ihrer Nichte? Keine Ahnung, von was Sie da reden, aber so war es nicht. Wie war es denn dann? Bauer Regine, geboren am 16. Mai 1973, gestorben am 27. Juli 1980. Todesursache: massive Gewalteinwirkung auf den Hals. Warum haben Sie das getan? Ich kann mich kaum noch erinnern. Ist schon so lange her. Es war im Sommer. Die meisten waren vereist. Sie war neu in der Gegend. Ich bin zum Angeln gegangen. Sie ist mir hinterher. Ich hatte nichts dagegen, aber sie hat genervt, rumgequatscht, die Fische verscheucht. Sie sollte abhauen, aber sie hat sich geweigert und geschrien. Ich wollte, dass sie still ist und hab sie in den Schwitzkasten genommen. Das war's. Das war's. Wirklich? Ein Jahr zuvor mussten sie die Schule wechseln. Eltern hatten sich beschwert, dass ihre Töchter sexuell belästigt wurden. Das waren harmlose Doktorspielchen. Machen alle Kinder in dem Alter. Sie bereuen nichts, oder? Gar nichts. Schauen Sie in Ihre verdammte Akte. An mir haben sich jede Menge Seelenklempner, Therapeuten und Resozialisierer ausprobiert. Ich bin durch zig Heime und Pflegestellen weitergereicht worden. Und alle wollten hauptsächlich eins von mir hören. Dass ich es bereue und wie leid es mir tut. Und Sie haben Ihnen gesagt, was Sie hören wollten? Ich wollte weiterleben. Aber es gibt immer Leute wie Sie. Nichts ist passiert. Alles okay. Links ein bisschen höher noch. Links. So. Nee, ja, jetzt rechts. Sind Sie noch zu retten? Wie konnten Sie Frau Götz erzählen, wo wir die Haarspange Ihrer Tochter gefunden haben? Das ist mir rausgerutscht. Aber ich habe ihr doch gesagt, sie soll der Presse nichts davon erzählen. Mein Gott, wie blöd darf man eigentlich als Polizist sein? Wie kam die überhaupt darauf, dass der Steffens dieser Stefan Hartmann ist, der schon mal... Ich verstehe es nicht. Manche Journalisten sind eben intelligenter, als sie aussehen. Es tut mir leid. Ja, mir auch! Jetzt muss ausgerechnet ich für diesen Mistkerl Steffens meinen Kopf hinhalten! Verdammt nochmal, Gernot! Warum sind Sie eigentlich so felsenfest davon überzeugt, dass Steffens Caroline umgebracht hat? Ebenso viel deutet auf Chris Götz hin. Mehr sogar.
Steffens hat bereits einmal getötet. Er war 12 Jahre alt und hatte kein Motiv. Kein vordergründiges zumindest. Er ist eine zutiefst gestörte Persönlichkeit. Der klassische Rückfalltäter. Ich weiß, was gegen ihn spricht. Und selbstverständlich müssen wir das in unsere Ermittlungen mit einbeziehen. Aber... Was aber? Was? Wollen Sie mir unterstellen, dass ich nicht objektiv bin? Sie sind nicht objektiv. Und ich versuche, darüber hinwegzusehen, seit Sie mir die Geschichte Ihrer Tochter erzählt haben. Ich werde Steffens festnageln und Sie werden mich nicht daran hindern. Ich weiß, es ist vor allem von Ihnen viel verlangt. Aber Sie können nicht herumlaufen und verbreiten, Steffens habe Ihre Tochter umgebracht. Wieso denn nicht? Sollen doch ruhig alle wissen, was das für ein Typ ist. Das hätte man nämlich schon viel früher wissen sollen, dann hätten wir nämlich besser auf unsere Kinder aufgepasst. Wir können ihm bis jetzt die Tat nicht nachweisen. Außerdem besteht auch gegen jemand anderen ein begründeter Verdacht. Chris hat damit nichts zu tun. Wie kommen Sie darauf, dass ich Ihren Bruder meine? Ich weiß doch, was Sie denken. Wegen der Schneekugel und wegen dem Streit. Aber Chris ist nicht so. Chris ist nicht schlecht. Er ist einfach nur ein bisschen leichtsinnig. Der war wie ein Vater zu Caro. Hat Ihre Tochter das auch so empfunden? Das ist Caros Schlüssel. Haben Sie eine Ahnung, wie und wann der da drunter gekommen ist? Nein, ich verstehe das nicht. Vielleicht sind Fingerabdrücke auf dem Schlüssel oder Hautfasern an der Kordel, die da nicht hingehören. Viktor, tu, was du kannst. Machen wir doch immer. Aber dir ist schon klar, dass die Spurensicherung nicht nur für die Mordkommission da ist, ne? Sei doch nicht. Nächsten Kaffee. Was denn jetzt? Hey! Hey, Moment mal! Hallo! Sag mal, was ist hier eigentlich los? Bin ich irgendwie unsichtbar geworden? Hallo, Melanie. Wie geht's? Dass du dir noch einmal genau überlegst, was du eben ausgesagt hast. Du hast Peter Steffens ein Alibi für den gesamten Nachmittag gegeben. Wenn das wirklich stimmt, dann kann er nicht der Mörder von Caroline sein. Das ist die Wahrheit. Ich weiß, du hast ihn sehr gern. Du willst ihm helfen, das verstehe ich auch. Aber vielleicht verdient er ja deine Hilfe nicht. Aber er ist nicht böse. Du kennst ihn nicht, Melanie. Du weißt nicht, was er getan hat. Doch, aber das ist egal. Du bleibst also bei deiner Aussage. Ja. Gut. Dann kannst du jetzt gehen. Sie gesagt? Alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Dankeschön. Herr Steffens, bitte. Was war denn das gerade für eine seltsame Nummer? Da hat Ihnen Ihre Freundin doch ein neues Alibi verpasst. Was denken Sie, hat sie ausgesagt? Vor
Vermutlich, dass sie den ganzen Nachmittag rumgefahren sind. Machen wir nämlich öfter mal. Wie haben Sie Melanie dazu gebracht, Ihnen ein Alibi zu geben, nachdem Ihr Altes geplatzt ist? Versprechung? Haben Sie ihr gedroht? Keins von beiden. Sie hat ja offensichtlich die Wahrheit gesagt. Von offensichtlich und Wahrheit kann ich nichts entdecken. Wenn diese Aussage stimmt, warum haben Sie uns das nicht früher erzählt? Weil ich nicht wollte, dass Melanie damit reingezogen wird. Was Sie glauben, ist mir egal. Kann ich jetzt mein Auto wieder haben? Unten in der Garage. Danke. Sie haben wohl nie Zweifel, was? Die lügen doch beide. Möglich? Fragt sich bloß warum? Ich hab Caro nicht umgebracht, das ist doch Wahnsinn, du bist doch völlig durchgeknallt. Und wie ist dann der Schlüssel in die Wohnung gekommen? Mann, woher soll ich das denn wissen? Du lügst! Arschloch! Dich doch mal! Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ich hätte Caro niemals was tun können, hast du niemals. Du kommst sie nicht leiden, du warst eifersüchtig auf sie. Was? Eifersüchtig ich? Ich glaube, ich höre wohl nicht richtig. Ich! Caro war mein Kind! Ich musste mich um sie kümmern und nicht um dich! Und die ganze... Mensch, lass mich in Ruhe! Caro ist tot, ja, es tut mir auch leid, aber ich hab damit nichts zu tun! Guten Tag, Frau Götz. Ich wollte eigentlich Ihren Bruder sprechen. Tut mir leid, er ist nicht da. Ach, das ist aber seltsam. Ich habe Sie doch gerade miteinander streiten hören. Sie gestatten. Ich habe doch gesagt, er ist nicht zu Hause. Ja, das würde ich gerne überprüfen. Besser gesagt, ich muss das überprüfen. Polizeiarbeit, Frau Götz. Ich möchte nämlich nicht noch einen Fehler machen. Im Zusammenhang mit dem Maulsesselpuppe. Hilsdorf, ich würde gern jemanden zur Fahndung ausschreiben. Tag, Luigi. Einmal Zigaretten und Weinmann, bitte. Ich verkaufe Mörder nix. Bravo, Luigi. Jawohl, Luigi. Hi. Danke, Herr Doktor. Bitte, bitte. Ach, Sie an, die Frau Ahrens. Ganz ehrlich, ich fühle mich von Ihnen nicht gut behandelt. Wann denken Sie mal an mich? Ein paar kleine Details, ja? Mikkel, Sie stehen kurz vorm Platzverweis. Dr. Cordett? Ja. Hauptkommissarin Ahrens, wir haben miteinander telefoniert. Ja, ja, ich weiß. Was wollte denn Mikkel von Ihnen? Wahrscheinlich dasselbe wie Sie. Gehen wir ein Stück? Dr. Kordek, Sie waren damals im Prozess Peter Steffens Zweitgutachter. Aus den Akten habe ich den Eindruck gewonnen, dass Sie den besten Zugang zu ihm besaßen. Möglich. Ich konnte sein Vertrauen gewinnen. Es war allerdings nicht einfach. Der andere Gutachter und der Richter haben ihm seine Version des Tathergangs nicht abgekauft. Es gab Erklärungen. Trotzdem... Mir ist nicht richtig klar geworden, warum er es getan hat. Wahrscheinlich wird Ihnen nie jemand sagen können, was damals in ihm vorgegangen ist. Vermutlich nicht mal er selber. Also kein Motiv. Hielten Sie Peter Steffens für sexuell gestört? Das ließ sich nicht feststellen. Seine familiären Verhältnisse waren jedenfalls alles andere als gut. Er war misstrauisch, verschlossen. Mit negativen Gefühlen konnte er sehr schwer umgehen. Aber gerade deshalb habe ich seine Version des Tatablaufs geglaubt. Auf gut Deutsch, da ist ein Deckel vom Fass geflogen. Sie haben ihm ja dann später eine gute Sozialprognose gestellt. Könnten Sie sich vielleicht geirrt haben? Na, selbstverständlich.
Damit wir uns recht verstehen. Ich sage keineswegs, er war es. Aber ich kann es auch nicht ausschließen. Niemand kann das. Jetzt kein Theater. Du hast den Bullen erzählt, ich wäre seit Wochen nicht mehr bei dir gewesen. Willst du mich in den Knast bringen? Ja, verdient hättest du es. Das könnte dir so passen. Ich sag dir jetzt, was du machst. Du rufst jetzt die Tussi von der Kripo an und sagst dir, es wäre alles nur ein Witz gewesen. Du hättest mir eins auswischen wollen. Ich war am Nachmittag bei dir zu Hause. Wir haben was getrunken und am frühen Abend bin ich gegangen. Wie los, du tust mir weh. Was sollst du sagen? Hab schon alles gehört, Herr Götz. Darf ich um Ihre Begleitung bitten? Nein, tut mir leid, ich hab was vor. Jetzt machen Sie doch keinen Quatsch. Von wegen Sesselpuper. Machen Sie den Mund auf. Und wenn ich Nein sage? Dann besorge ich einen richterlichen Beschluss und die ganze Sache verzögert sich maximal um 2 Stunden. Oder ich rede noch mal mit Ihrer Ex-Freundin, dann haben Sie eine schöne Anzeige am Hals. Mit 2 Polizisten als Zeugen. Scheiße. Also? Weiter. Das war's. Können Sie wieder zumachen. Viktor, beeil dich. Einmal möchte ich hören, Viktor, lass dir Zeit. Herr Götz, was sollte denn das Theater? Glauben Sie wirklich, eine erzwungene Falschaussage wird Ihnen helfen? Ja, es war blöd abzuhauen, aber... Herr Götz, Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Ich wollte Ihnen es nicht zu einer Falschaussage zwingen. Die hat sie schon selber gemacht. Die kleine Schlampe sollte die Wahrheit sagen, sonst nichts. Dem Steffens gehört ein Schuppen im Ortsland. Soll er sich als Werkstatt eingerichtet haben? Warum erfahre ich das erst jetzt? Wahrscheinlich hat keiner danach gefragt. Jedenfalls, er hat seine Hausmeisterstelle verloren und angeblich Werkzeug mitgehen lassen. Der Schuldirektor hat angefragt, ob er den Schuppen aufbrechen darf. Ja, nicht. Aber wir. Steffens ist ein Katzenfreund. Das hätte ich nicht vermutet. Haben Sie schon mal so eine ordentliche Werkstatt gesehen? Ein tierequälender Chaot hätte besser ins Bild des Serientäters gepasst. Staubwischen tut er jedenfalls nicht. Hier. Hier ist aber gewischt worden. Überflutet. Einige Regionen sind von der Außenwelt abgeschnitten. Erkältet? Hoffentlich keine Katzenallergie. Optimisten malen sich schon Kurven von. Wir haben in Ihrem Schuppen Baumwollfasern gefunden. Unser Labor sagt, sie stimmen überein mit den Fasern, die wir im Rachen des toten Kindes gefunden haben. Ein paar Blutspritzer haben wir außerdem sichergestellt. Die sind Ihnen beim Putzen wohl entgangen. Ich wette, die DNA-Analyse ergibt, dass das Blut ebenfalls von Caroline Götz stammt. Für uns steht außer Zweifel, dass sie in ihrem Schuppen gestorben ist. Machen Sie es sich und uns nicht so schwer. Erzählen Sie uns, was passiert ist. Ich bin nicht schuld an Ihrem Tod. Wem wollen Sie denn das jetzt noch verkaufen? Soll ich Ihnen sagen, was passiert ist? Sie haben die Kleine an der Unfallstelle getroffen und sie überredet, mit Ihnen zu kommen. Vielleicht haben Sie Caroline mit den kleinen Kätzchen gelockt, hm? Richtig. Welches Kind kann schon Katzenbabys widerstehen? Vielleicht wollten Sie sie ja gar nicht töten. Vielleicht wollten Sie nur etwas, sagen wir, Zuneigung. Aber sie wollte nicht. Dann hat sie geschrien. Sie wollten, dass sie aufhört.
ganz genau wie damals, nicht wahr? Nein, so war es nicht. Caroline ist gestürzt, sie hat sich den Kopf aufgeschlagen, sie hat noch lauter geschrien. Und Sie haben nach einem Putzlappen gegriffen, der zufällig herumlag und Sie damit erstickt. Dann haben Sie die Leiche zur Kiesgrube gebracht. Als Sie das tote Mädchen dort ablegten, hatten Sie die Tat schon längst bereut. War es nicht so? Ich habe mit Dr. Kordak gesprochen, der Sie begutachtet hat. Er ist überzeugt, dass Sie weder verrückt noch ein eiskaltes Monster sind. Was ist passiert? Erzählen Sie es uns. Ach, kommen Sie, Steffens, es ist spät. Haben Sie uns etwas mitzuteilen, Herr Steffens? Ja. Ich habe Mist gebaut. Aber es war nicht so, wie Sie vermuten. Sondern? Als ich Caroline Götz gefunden habe, war sie schon tot. Ich habe totale Panik gekriegt, dass alles wieder von vorne losgeht. Endlose Verhöre und Befragungen, der ganze Psychoterror. Ich habe sie in den Kofferraum gelegt und zur Kiesgrube gefahren. Dann habe ich den Schuppen sauber gemacht. Mhm. Und wir können uns jetzt aussuchen, wann Sie gelogen und wann Sie die Wahrheit gesagt haben. Caroline war tot, als ich sie gefunden habe. Das ist die Wahrheit. Wie verhält es sich mit dem Alibi, das Ihnen Melanie Marx gegeben hat? Das ist völlig korrekt. Wir sind ein bisschen in der Gegend rumgefahren. Melanie war sauer, weil ihre Mutter nicht zu ihrem Geburtstag gekommen ist. Und für die Haarspange in ihrem Auto haben Sie sich inzwischen bestimmt auch eine Erklärung zurechtgelegt. Keine Ahnung, wie die unter den Sitz gekommen ist. Ich nehme sonst nie Kinder mit. Vielleicht in der Werkstatt. Der Wagen war in der Inspektion. Fehlanzeige. In der Autowerkstatt wusste keiner was von einer Haarspange. Und der Chef meint, falls jemals einer seiner Angestellten ein Kundenauto zu privaten Zwecken benutzen sollte, dann bestimmt nicht so eine olle Krücke wie die von Herrn Steffens. Steffens ist gerade entlassen worden. Sein Anwalt hat den Haftrichter überzeugt, dass weder Flucht noch Verdunkelungsgefahr besteht. Und der Herr Staatsanwalt war keine große Hilfe. Und was ist, wenn wieder was passiert? So sind die Gesetze. Auf See und vor Gericht sind alle in Gottes Hand. Vielleicht ist er ja wirklich unschuldig. Bitte? Ja, ich frage mich die ganze Zeit, wie Melanie Marx da hineinpasst. Auf einmal. Wenn Melanie wirklich lügt, wenn sie wirklich was verheimlicht, ihr Alibi für Steffens, das funktioniert genauso umgekehrt. Ja, und wahrscheinlich auch für mich. Oh, Frau Krüger, Sie werfen mir vor, Steffens gegenüber nicht objektiv zu sein. Sind Sie objektiv gegenüber Melanie? Ist alles in Ordnung? Ja, klar. Was soll so sein? Entschuldigung, ich frage ja nur. Hast du was für uns? Ich glaube schon. Das Band, an dem der Schlüssel des toten Mädchens hing, ist ziemlich rau. Wir haben eine Menge Hautzellen für die DNA-Untersuchung isolieren können. Es sind welche dabei von diesem Onkel, Chris Götz. Also gut, ich war hier in der Wohnung. Aber nicht mit Karos Schlüssel. Ich habe das mit einer Karte gemacht. Der Schlüssel lag im Flur auf dem Boden. Ich habe ihn aufgehoben und hier reingeschmissen. Irgendwohin. Der Schlüssel lag zufällig im Flur auf dem Boden. War aber so. Sicher war der eifersüchtig auf Caro. Aber der hat sie ja auch gleichzeitig geliebt. Chris hätte ihr nie was angetan, niemals. Caro war sowas wie meine eigene Tochter. Bring ich doch nicht wegen ein paar Hundertern um. Kinderzimmer wird nicht geraucht. Thank you.
Was machst du denn hier? Du hier? Warum? Nein, ich kann keine gebären, aber ich lerne. Das ist interessant, aber du bist nicht nach Hamburg gekommen, um mir eine Gehörlosen-Website zu zeigen. Er wird vor Gericht kommen. Woher weißt du das? Ich will dir helfen. Ach. Er hat Feiglinge gesagt. Ich glaube auch. Wir machen uns wenigstens nicht an kleine Kinder ran. Wieso läuft einer wie du frei rum? Hey, 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 hey. Zeit, sind Sie sicher? Ja, Chris hat sich Zigarette und eine Dose Whisky-Cola geholt. Es war kurz bevor der Lastwagen den Unfall hatte. Dankeschön. Danach will er zu seiner Ex-Freundin gefahren sein, um sich Geld zu leihen. Vor ein paar Wochen hat er den Führerschein verloren. Er hat den Bus genommen. Und? Als Chris Götz zur Bushaltestelle kam, stand alles um die Unfallstelle herum. Er hat auch Steffens gesehen, aber Melanie war nicht da. Er kann sich geirrt haben. Da haben wir eine Menge sich widersprechender Zeugenaussagen. Frau Krüger, Ihre Zuneigung zu Melanie in allen Ehren. Aber für mich ist damit endgültig klar, Melanie hat gelogen. Bitte? Und wenn das so ist, dann werden wir rauskriegen, warum. Ich muss noch mal mit Steffens sprechen. Er hat Melanies Lüge bestätigt. Thank you.
Es tut mir leid, was mit Ihnen passiert ist. Aber ich glaube immer noch, dass Sie es waren. Wenn Sie unschuldig sind, werde ich das beweisen, aber dazu brauche ich Ihre Hilfe. Ich kann nicht. Melanie hat gelogen. Warum? Sie könnte ihre Komplizin sein. Vielleicht sogar die Täterin. Nein, das ist nicht wahr. Steffens, wenn Sie mir nicht die Wahrheit sagen, kann ich nichts für Sie tun. Halten Sie für jemand anderen den Kopf hin? Hat Chris Götz Sie gezwungen, die Leiche zu beseitigen? Hat er Ihnen gedroht, Ihnen den Mord anzuhängen, wenn Sie ihn nicht decken? So ein Blödsinn. Was ist mit Melanie? Ist Ihnen nicht klar, dass durch Ihr Verhalten auch sie belastet wird? Wenn Sie den Täter kennen, sagen Sie aus. Wenn Sie der Täter sind, erleichtern Sie Ihr Gewissen. Können Sie sich nicht entscheiden? Wie bitte? Sie lassen den Verdächtigen Chris Götz dauernd an der langen Leine laufen. Dafür inhaftieren Sie Peter Steffens bereits zum zweiten Mal. Herr Staatsanwalt, Sie kennen die Sachlage. Was wollen Sie? Eine andere Vorgehensweise? Was ich will, ist, so bald wie möglich die Hauptverhandlung beantragen. Dazu brauche ich aber einen Täter. Und es ist Ihr Job, mir den zu liefern, und zwar schnell. Ich kann im Moment nur... Ja! Bitte. Ich kann im Moment nur den Druck erhöhen. Einer wird schon den Nerven verlieren. Ja, und wenn Sie sich nicht beeilen, bin ich das. Steig aus. Steig aus. Wer sagt's denn? Wie war es beim Staatsanwalt? Ätzend. Gibt's was Neues? Jede Menge Anrufe für Sie. Unter anderem Peter Steffens aus der JVA. Und was wollte er?
Also er hat gesagt, er hat ein bisschen was gespart. Und Sie sollen dafür sorgen, dass Melanie Marx das Geld bekommt. Für eine gute Berufsausbildung. Rufen Sie im Knast an. Die sollen nach Steffen sehen. Ja, Herr Jakobs, Kripo K1. Frau Hauptkommissarin Ahrens ist zu Ihnen unterwegs. Ja, sie macht sich Sorgen um den Häftling Steffens. Schauen Sie mal bitte nach dem Rechten. Ja. Uschi? Ja? Wo ist mein Laptop? Ach, Entschuldigung, den habe ich mir ausgeliehen. Mein Computer ist abgestürzt. Noch immer wissen, warum ich damals das Kind getötet habe. Ja. Ich weiß es nicht. Es ist einfach passiert. Frau Marx, Ihre Enkelin hat ein schriftliches Geständnis abgelegt, dass sie Caroline Götz getötet hat. Das glaube ich nicht. Das sagt sie nur, um diesen schrecklichen Menschen zu schützen. Du lügst. Du hast Caroline nicht getötet. Doch, ich war's. Frau Marx, ich glaube, dass Melanie die Wahrheit sagt. Es tut mir leid. Sehr leid. Melanie hat an der Bushaltestelle auf ihre Mutter gewartet. Sie war sehr enttäuscht und wütend, dass sie nicht kam. Sie hat den Streit zwischen Frau Götz und ihrem Bruder beobachtet und hat gesehen, dass der was weggeworfen hat. Sie hat nachgeschaut und die Schneekugel, die wir später bei der Leiche gefunden haben, an sich genommen. Caroline hat Melanie zugewunken, nicht Steffens oder ihrem Onkel. Während alle mit dem Unfall beschäftigt waren, sind die beiden Mädchen verschwunden. Sie sind zu Steffens Schuppen gegangen, um nach den kleinen Kätzchen zu sehen. Caroline wollte unbedingt eins davon mit nach Hause nehmen. Daran wollte Melanie sie hindern. Sie wollte, dass das Kätzchen bei seiner Mutter bleiben kann. Ich habe Caroline geschubst. Und dann ist sie gefallen. Sie ist auf den Kopf gefallen. Und plötzlich war Blut an ihrem Kopf. Ich war ganz aufgeregt. Dann habe ich einen Lappen genommen und auf Carolins Gesicht gedrückt. Und dann hat Caroline plötzlich aufgehört zu atmen. Dass sie stirbt, wollte ich nicht. Es tut mir leid. Ich weiß. Warum hast du das getan? Ich weiß es nicht. Es ist einfach passiert. Sie weiß es nicht. Es ist einfach so passiert. Falsche Aussage, Ihre Führung. Wenn nicht sogar Mittäterschaft. Da kommt eine saftige Haftstrafe auf Sie zu. Sie lassen nie locker, oder? Und warum haben Sie es getan? Caroline lag tot in meinem Schuppen. Was hätte ich denn tun sollen? Wer hätte mir schon geglaubt, dass ich unschuldig bin? Die Polizei sicher nicht. Ich musste Melanie helfen. Sie war völlig fertig. Und ich wusste, was auf sie zukommt. Ich habe die Leiche weggeschafft und so gut ich konnte alle Spuren beseitigt. Mit etwas Glück, dachte ich, würde man den großen Unbekannten suchen und den Fall irgendwann zu den Akten legen. Ihr Pech war, dass man sie als Zeuge genannt hat. Und bei ihrer Vergangenheit... Ja, meine Vergangenheit, die wird mich immer wieder einholen. Es geht aber auch um das Mordopfer, die tote Caroline. Sie können in der Verhandlung aussagen.
Aber was bleibt? Was bleibt, ist diese Schuld. Melanie ist keine Mörderin. Sie kam am Abend zurück und wollte zur Polizei. Ich hab's ihr verboten. Herr Steffens, Sie haben für Melanie sehr viel riskiert. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Sie schon. Kommst du mit dem Jugendamt klar? Es tut mir leid, Frau Kröger, wir haben noch einen Termin. Komm jetzt, es wird Zeit. Deine Großmutter liebt dich sehr. Doch, wirklich. Jetzt geh schon. Mach's gut. Dankeschön. So, einmal Ostseenebel. Geschüttelt, nicht gerührt. Nee. Dankeschön. So. Auf den Polizist des Jahres. Gernot Bott. Und auf unseren Erfolg. Stimmt was nicht? Alles in Ordnung. Lecker. Die nächste Runde geht auf mich. Nur eine? Oh, Victor, war es denn so schlimm? Ich sag lieber nichts. Ja, jetzt fangen wir nicht wieder von vorne an, ja? Was heißt das? Polizeiarbeit bedeutet Teamarbeit. Prost! Prost!